Entschuldige bitte. Morgen. Ja. Oh, ach so. Ich habe mich noch ein bisschen hingelegt. Gut. Ja. Okay. Okay. Ich habe heute Nacht auch nicht sehr viel geschlafen, weil ich alles für die Modenschau fertig kriegen wollte. Zeig her. Wow. Ist das neu? Das ist großartig, die Farben, das ist herrlich. Also deine anderen Entwürfe sind auch wunderbar, aber das ist besonders schön. Danke. Du willst bestimmt zu Rosalie. Die ist beim Joe. Oh. Hast du was dagegen, wenn ich oben auf sie warte? Nein, natürlich nicht. Super, dann werde ich gleich mal nach ihr schauen. Dass du den verwendest, das verwundert mich. Er bedeutet mir sehr viel. Als ich den gekauft habe, war ich mir gar nicht sicher, ob es überhaupt einen Geschmack trifft. Tut es. Ja? Sehr sogar, ja. Ganz schön. Hier, deiner. Kommissar Meiser wartet auf mich. Viel Glück. Danke. Ben, blöd, wie das alles gelaufen ist. Die Organisation eurer Hochzeitsfeier war jetzt gut hier viel abgeschlossen. Wenn das dein einziges Problem ist. Ach komm, nichts gegen meine Schwester, aber es gibt doch noch andere Mädels. Hm? Dich zum Beispiel? Oder wie? Naja, nimm's nicht persönlich, aber ich habe einen etwas anderen Geschmack. Emma inzwischen auch? Die hat abrupt umgesattelt. Ach so, hat sie einen anderen? Blond und blöd. Scheint ja tatsächlich was dran zu sein. Also wenn du nur einen Blitzableiter brauchst, dann... Und dein Freund ist auch gerade dabei, umzusatteln. Du begreifst echt nicht, was hier gerade abgeht, oder? Mann, überleg doch mal. Die beiden hatten verdammt viel Zeit im Kraftwerk. Und waren die ganze Zeit allein. Ben, du wirst fast mein Schwager geworden. Wenn du hier weiter so rumungst, dann... Emma liebt Felix immer noch. Deswegen hat sie mich verlassen. Frau von Heidenberg war auch für meine erste Entführung verantwortlich. Ja, ja, verstehe. Gut, dann nehmen Sie das bitte ins Protokoll auf. Sie war die Drahtzieherin, dieser Zacher war nur Ihr Handlanger. Was? Sie glauben mir nicht? Also, was ich glaube, interessiert hier herzlich wenig. Die Ermittlungen sind schließlich abgeschlossen. Gut, dann sorgen Sie dafür, dass der Fall wieder aufgerollt wird. Na, also dafür bräuchte ich schon was Neues. Ein belastendes Beweismittel, eine neue Zeugenaussage, irgendwas in die Richtung. Ja, es gibt tatsächlich etwas. Einen Telefonmitschnitt zwischen Frau von Heidenberg und diesem Zacher. Gut. Und weiter? In dem Telefonat geht es um die Lösegeldübergabe. Und sagen Sie mir jetzt nicht, wie Sie daran gekommen sind. Das muss ich gar nicht wissen. Wo haben Sie die Aufnahme? Hier, im Tresor. Ich habe immer gehofft, dass ich die CD irgendwann verwenden kann. Die CD ist weg. Wie Felix sich darüber gefreut hat, dass ich sein Geschenk immer bei mir habe. Hat er wirklich gedacht, ich mag es nicht? Als wenn es irgendetwas geben könnte, was ich an ihm nicht mag. Hier steckst du also. Ich dachte, ich warte hier auf dich. Ist dir das nicht recht? Wir haben doch zusammen was wegen der Modenschau besprechen wollen. Ich habe gerade Ben getroffen. Oh. Wie geht es ihm? Jetzt tu doch nicht so, als ob dich das noch interessieren würde. Er hat mir erzählt, warum zwischen euch Schluss ist. Du hast mir verheimlicht, dass es wegen Felix ist. Das hast du doch nicht ohne Grund getan.
Emma, jetzt sag mir endlich, was in diesem Kraftwerk zwischen euch passiert ist.